Wir fahren meistens nach London, um da Schallplatten zu kaufen, weil die einzige Möglichkeit, wie man halbwegs kompetent Raga spielen kann, eben ist, wenn man mit jamaikanischen 7 Inches, die nur ein kleiner Stückzahl veröffentlicht werden, wenn man mit denen arbeitet. Und bei Dubbänder stehen die alle an der Wand. Man muss da einfach nur zuschlagen. Und wenn man da alle 6, 8 Wochen hinfährt, ist man da immer ganz gut dabei. Ja, hier hinter uns sind wir jetzt an der Stelle beim Schröders Elbpark, wo wir im Sommer unsere Strandpartys machen, die teilweise von über 1000 Leuten frequentiert werden. Dem Reggae ist besonders sein entspannter Rhythmus, dass die Basslines einen einwickeln und so dieses Pendeln der Offbeats einen mit zunehmender Dauer des Abends gefangen nimmt. Wir sind zu dritt. Olli und Tobias sind DJs, ich bin Operator, also ich kümmere mich um den Sound. Mein Schwerpunkt ist natürlich Platten auflegen. Also ich selecte sowohl Dancehall als auch Jungle als auch Roots und Dub. Wir haben uns darum gekümmert, Reggae in seiner ganzen Geschichte zu spielen, von Studio One über King Tubby Dubs aus den frühen 70er Jahren bis hin zum digitalen Sound, der eben heute produziert wird. Stop playing with my mind. Oh, man, in a joke when she will want the wine. You call me on the phone. I know what a talking angel come down. And now I want you home. I call Jackie, girl, me nah use no stone. Action. Fasziniert an Reggae eben ganz besonders, dass Reggae-Musik ist, die ganz hochgradig aufgeladen ist mit ganz vielen Bezügen und dass Reggae natürlich auch alles, was außerhalb liegt, plündert. Sich Bezüge auf Kung-Fu-Filme finden, auf Spaghetti-Western, auf Action-Filme, auf diesen ganzen Trash, den man eigentlich so liebt. Und auch musikalisch findet sich das immer wieder, dass dann plötzlich die Melodie von Spiel mir das Lied vom Tod auftaucht. Was ich sehe, ist die Tendenz eben zu einer neuen, eigenständigen Reggae-Szene in Deutschland, die mit dieser ganzen Bob Marley-Schiene nichts mehr zu tun hat. Und das habe ich erst gelernt, als ich in Jamaika war, dass das Problem natürlich nicht die Musik von Bob Marley ist, sondern eher das, was in deutschen Hippie-Wohnzimmern da draus geworden ist. Yeah, man, what you mean, man? Every man forget their good karma. Find out where the sound we're supposed to be. Silly walks control them. Silly walks, you are murder them. Silly walks, you are murder them. Ah, yeah. A
lot of people not get no supper tonight. Said a lot of some boy not get no supper tonight, Lord. Cause silly walks hold them, silly walks control them. Silly walks are the ruler, silly walks touch a murder. Wir waren gestern im Studio mit Tenafly, Topcat und Mike Anthony und haben uns Dubplate Specials machen lassen von denen. Das heißt, die haben auf Rhythms unserer Wahl Specials für unser Soundsystem gesungen. Das heißt, exklusive Tunes, wo unser Soundsystem gelobpreist wird. Watch out, we tell them, me say, push up the lights in the air. Tell them, say, the gangster sound, where is your bomba clock? Boom, push up the lights in the air. The original, still the wax, we gone clear. So all the woman and man, everybody knows, say, we are the champion. And all the rest of sound, they better fight for second. As when I run away, so when a competition, you test the wax and your song get hung enough, if you understand. Watch out. We tell them, push up the lights in the air. Tell them, say the gangster song we is here. Bomba clap, boom! Wir haben die fertigen Stücke jetzt auf DAT, das ist eine digitale Kassette. Damit gehen wir jetzt heute oder morgen zum Überspielen und dann wird es in eine Vinylplatte reingeritzt, das Stück. Das ist ein Unikat, ist ein einzelnes Stück, das nur wir haben, das wir dann auf unserem Sound spielen. Worauf es beim Soundsystem drauf ankommt, ist, denke ich, dass da nicht nur Platten gespielt werden wie in einem Club, sondern dass da Soundeffekte am Start sind, dass da mit Sampler irgendwelche Dinge eingespielt werden, dass mit Dubplate so speziellen Produktionen so eine eigene Handschrift entsteht und natürlich durch den Sound. Ja, wir sind hier in London bei den A-Class Studios. Das ist die Produktionsstätte von Fashion Records. Die machen auch Releases in Jamaika. Und ich bin jetzt eigentlich hier, um mir eine Jungle und eine Raga Dubplate machen zu lassen. Ja, voicen tun die Dubplates Nico Junior und Half Pint ist in der Stadt. Der macht selten Dubplates, aber er hat sich bereit erklärt, für mich auf dem Chimchiri-Rhythm seine Winner-Lyrics zu machen. From the London area, straight in a Germany, ooh yeah. This a this a rub-a-dub, Bring it down to you, the one and only Half-Pint, step up, bad boy. Silly ho. One in a million. Downbeat is a scotcher. Oh Lord, now I'm playing much nicer. Oh yeah. For in my weakness and in my strength, she's the one I have to call upon. No matter what they say or do, downbeat sound, yes, we are good there. Yeah. This your sound is a scotcher. Oh Lord, and I'm playing much nicer. Oh yeah, downbeat is a scotcher. Oh Lord, and I'm doing much better. Oh yeah. There's a DJ called Wordsworth. He's gonna do a remix for he's in Frisco, in San Francisco. Track. Track 245 on the inside. Yeah, well, big up all the downbeat and grow massive by the corner. Ralph, you're it, all the massive them boy, watch out. Bring it down to you! Cut in 45 speed here. Well, big up all the downbeat and grow massive for the corner. Ralph, you're it, all the massive them boy, watch out. Bring it down to you, the one and only Half-Pint, step up, bad boy. One in a million, don't be one in a million.
kommen. Ja, schon cool. Your love is like a river that always flow. Not like the one that comes and go. Oh no, rabba-dabba-dabba-dabba. Es hat also bis vor wenigen Jahren keine Soundsystemkultur gegeben, was ja das Hauptmedium für Reggae ist. Und dadurch gab es einfach nur so Sachen wie Bob Marley, Dennis Brown, die großen Stars, die mit einer für europäisches Publikum zusammengestellten Backingband nach Deutschland gekommen sind, dort auf Tour gegangen sind. Es ist also dadurch, dass jetzt Soundsystems in Deutschland agieren, die musikalische Bandbreite des Reggae allgemein natürlich viel größer geworden. Welcome to Concrete Jungle! Outside the far side, Devin Russell, Studio One Side. Sound Systems entstanden in Jamaika schon in den 50er, 60er Jahren. Und sind auch heute noch mobile Diskotheken, die Events oder Partys veranstalten. Die wichtigsten Voraussetzungen dafür sind eine PA, zwei Plattenspieler, ein Mischpult und wahnsinnig viele Lautsprecher. Das Ganze kann an den unterschiedlichsten Plätzen aufgebaut werden. Am Strand, auf Straßen oder wie hier in Berlin in eigens dafür angemieteten Räumlichkeiten. Die DJs legten nicht mehr nur vorproduzierte Reggae-Scheiben auf, sondern in den Studios selbst, wie bei Sir Coxon zum Beispiel, wurden eigens für Soundsystems Reggae-Scheiben produziert. Die Besetzung eines Soundsystems variiert. Meistens besteht es wie bei Concrete Jungle aus einem oder mehreren Selectors. Der Selector ist das, was man normalerweise den DJ nennt. Er wählt während des Dances die zu spielenden Platten aus und mixt sie zusammen. Dazu kommt ein Operator. Der Operator arbeitet mit selbst vorproduzierten Soundeffekten. Er bedient das Echo, den Sampler und den Drumcomputer, um vorproduzierte Soundeffekte in den gerade eingespielten Tune einzumixen. Ursprünglich war im Reggae der DJ derjenige, der die Platten auflegte. Aber im Laufe der 70er Jahre entwickelte er sich zu jemand, der zu den Instrumentaltracks rappte oder wie man beim Reggae sagt, toastete. Besonders wichtig ist mir beim Soundsystem, dass es einfach gut klingt. Dass wir einen transparenten, klaren Sound haben, viel Bass, prägnante Höhen, die nicht wehtun in den Ohren. Und dass die Leute einfach Spaß haben, den Bass im Magen fühlen. Also für uns war es jetzt die erste Phase des Soundsystem-Daseins, halt die Musik überhaupt vorzustellen und eine Szene zu schaffen, in der die Musik überhaupt läuft. Und darauf aufbauen können wir jetzt eben eigene Musik machen. Also die Produktionen sind auf modernerem Equipment aufgenommen in England. Sie sind im Allgemeinen so ein bisschen poppiger, eingängiger, die Sounds sind klarer. Und in Jamaika produziert man meistens reduzierter, härter, trockener, auf einen unmittelbareren Effekt hin ausgerichtet. Es wird da, denke ich, auch viel mehr für die Dancehall und für die Soundsystems direkt produziert. Wenn der englische Markt, wenn das jemand wie General Levy einen Hit hat, das ist eine Sache, die ganz stark im Radio ankommen muss. Also der Produktionsausstoß in Jamaika liegt bei 100 Singles die Woche etwa. Und ich denke, dass so die Hälfte hier in London ankommt. Während wir nach London fahren, kommen wir da schon immer mit so einer neuen Selection von 100, 150 Scheiben zurück. Yeah.
Sean Conway. Hey, hey, hey. Roasty Sean Conway. Keep the smiles on your face. Give thanks and praise. Give thanks and praise to the Holy Man of creation. It's impossible to tell the sun to leave the sky. It's just impossible. Also es ist meiner Meinung nach gar nicht so sehr ein Jamaika-spezifisches Phänomen, dass Reggae funktioniert, wie Reggae funktioniert. Es ist halt natürlich so, dass die Inhalte aus der jamaikanischen Tradition entstehen, beziehungsweise aus der jamaikanischen Situation. Nur ist es eben so, dass gerade Dancehall-Musik eine sehr urbane, großstädtische Sache ist, die eben in anderen Großstädten genauso funktioniert und wo eben viele inhaltliche Parallelen auch bestehen. Also jetzt Jungle ist ziemlich neu. Dancehall-Fans kommen zu den Jungle-Veranstaltungen. Jungle is girls! Jungle is girls! Jungle is girls! Jungle is girls! Jungle's not reggae, you know. Like I said, jungle is jungle, reggae is reggae. You put them together and you've got ragga jungle. Fast drums, deep bass line, and samples of vocals in and out. Jungle is dope! Jungle is dope! Jungle is dope! Let me tell the girls that now. Woman, now where you get your body in. Drum. Pull up in.
only got involved in jungle music this year. It's been underground for about 4 years. So basically, jungle can have different types of music in it, you know, as long as it's got the beat of the drums. See, reggae drums are slower, you know, but we could take the reggae bass line and we could put the drums of the jungle onto that, and then you get the ragga jungle effect. Hey, I went to the radio station, see? All them dippy radio stations say they don't want to play jungle. I said, you never know the bad boy, me say them in a jungle. Well, you never know the yachty club, me say them in a... Them in a... What is the man? Me a the nutter, original man, man, nutter, original man, nutter, original, nutter, original. Me a the nutter, me mother the bad boy, bad in a beta. Like a day that I when you can't lie water. In a one spoon, them can't make a move. You hear me? Shy Fexy, Mr. Murderer. I kill up any DJ on the corner. Where we tell the Raven and Rude Boy Man? Wir sind zurück aus London, hier im Störtebeker in Hamburg. Zusammen mit Rough Cuts, unser erster Dance, seitdem wir zurück sind. Und Gentleman aus Köln am Mikro. Wir haben einige Dinge mitgebracht, zum Beispiel Rolex-Uhren, die keine 200 Meter weit gehen. Wir haben goldene, 24-karätige Pucks mitgebracht, sehr wichtig im Ragga. Und wir haben neue Dubplates. Satisfy your loving for me. Oh silly walks, girls, I wanna satisfy your loving, girl. I hope that you kiss and you want me. Satisfy your loving for me. I look and tell you, watch out. Now, the climb up the dance hall, the cock party. Who live for sound for the free that we need? Cause they can play sound like me. Oh, when I killing a sound for the rump and play. The sound for the free that we don't care what the DJ say. Bei Veranstaltungen von uns sieht es so aus, dass wir halt mit zwei Plattenspielern arbeiten. Mischer, so ein normaler DJ-Mixer, der geht bei mir durch eine Frequenzweiche einfach, wo ich dann die Frequenzen aufsplitten kann, Bässe, Mitten und Höhen, und kann die dann mit Effekten bearbeiten. Dann habe ich doch auf dem Pult den Sampler, wo ich dann zu den Sachen, die von den Plattenspielern kommen, Sachen dazu spielen. Fresh juggling, had them not listening. White man are showing one blood in Adidas. People keep moving. What gentleman make the dance all exciting? I sing. So when the sunlight go down and the moon shine arise, time for uno people figure hypnotized. No words feel left, no
watch me criticize sweet reggae music. Watch me, yes, I miss something in your life. Me know when you can't let emotions, can't let them go. Like a river, never stop a river, I risk keep flow. Example for gentlemen, me always I go. Pan the rhythm, reggae dance, all music up and grow. Ich war jetzt dreimal in Jamaika. Und immer wenn ich nach Jamaika komme, dann versuche ich so viel wie möglich zu singen. Und so viel Connections wie möglich zu knüpfen, weil hier die Basis ist. Jamaika ist natürlich beherrscht von dem, was man gemeinhin so als Ragamuffin bezeichnen könnte, was auf Jamaika Dancehall genannt wird, weil das eben die Musik ist, die in den Dancehalls gespielt wird, von den großen Soundsystems mit großen Boxentürmen. Da werden auch immer wieder Klassiker aufgelegt und ansonsten laufen da die modernen, digital produzierten harten Ragamuffin-Nummer. Well, this is no lie, I'm telling you the truth. No man with bagalocks, them all a real rastitude. Poor them 2 years and all a fuck little youth. Dress up in a tight and all bangarang suit. Be a rasta man, Selassie, I can pick you out. Hand in the air, call the truth. When I get out, God knows. Danto, respect, blessed. Der Prophet Markus Garvey proklamiert als erster die organisierte Rückkehr des schwarzen Volkes zu seinen Wurzeln. Back to Africa, geistig und körperlich. 1916 erklärt er in Jamaika: Schaut nach Afrika, wo ein schwarzer König gekrönt werden wird, denn der Tag der Erlösung ist nahe. Ras Tafari Makon wird 1930 in Äthiopien zum Kaiser Haile Selassie I gekrönt. Der König der Könige, Herr aller Herren, entstammt der Linie David und Salomons. In ihm erfüllen sich die biblischen Prophezeiungen über die Rückkehr von Gottes Sohn auf Erden. Beim Wappentier, der siegreiche Löwe vom Stamme Juda, wird zum Symbol einer neuen Geisteshaltung, Rastafari. Sein urchristliches Bewusstsein und seine Liebe zur schöpferischen Kraft der Natur drückt Rasta äußerlich in den Dreadlocks aus. Im 4. Buch Mose heißt es über die Gottgeweihten: Solange die Zeit seines Gelübdes währt, soll kein Schermesser über sein Haupt fahren. Solange ist er heilig und soll das Haar auf seinem Haupt frei wachsen lassen. Und wer es fühlt, weiß es. Rasta glaubt nicht an die Kraft eines Gottes im Himmel, er weiß um die Macht Jajas im Leben und in allem Lebendigen. Der Tod ist eine Illusion des Körpers, der Materie. Da Babylon, die Stätte des Bösen, ihr Fundament und Bestreben nur auf der materiellen Ebene verankert, ist sie, wie ihre Unterstützer, totgeweiht. Babylon muss fallen. Ein Weg des spirituellen Auszugs aus Babylon ist das Rauchen von Ganja, dem Kraut der Erkenntnis. Ähnlich dem Gebrauch von Weihrauch in der Kirche, segnet Rasta seinen Tempel, sprich Körper, mit dem Rauch von Herb. Marihuana sensibilisiert den Körper, beflügelt den Geist und öffnet die Seele. Es erleichtert somit den Kontakt zum Schöpfer, zum Ursprung, zum wahren Ich. Das kreative Potenzial wird freigelegt. Is the potter, and I am the clay. I sing Babylon.
I am not a cannibal. Them distrust a man and let them sacrifice all I am. I am a healer, not a seer. God knows, God knows. Es entsteht eine Kultur, die im Bewusstsein der Verbundenheit des eigenen Ichs mit allen Dingen dieser Schöpfung lebt. Ausgedrückt in Word, Sound and Power. Jedes Wesen ist immer Subjekt und in stetigem Kontakt zur höchsten Einheit in Gott. Aus You and Me wird I and I. Wir sind alle verbunden mit dem Most I Jah, dem vollkommenen Ich, der Quelle der Schöpfung. Für mich gab es eben immer nur einen Weg, mich mit dieser spirituellen Seite zu arrangieren. Und das ist, wenn man versucht, da drin irgendwie so einen sozialen Sprengstoff, eine revolutionäre Haltung gegen das politische System zu entziffern. Es ist, naja, für uns jetzt gar nicht so sehr, dass wir uns von der Spiritualität abwenden wollen, wenn wir sagen, wir sind nicht religiös motiviert, sondern eben dieses Rastafari-Dogma, das meiner Meinung nach einfach nicht aufrechtzuerhalten ist und schon gar nicht aus der Sicht eines Mitteleuropäers. Spiritualität ist schon da in unserer Musik. Also ich habe auch ganz klar diesen Bezug zu irgendetwas, vielleicht zu irgendwas Metaphysischem oder so. You have to be spiritual, or else you know, you're not supposed to be here. Being spiritual is the key for anything you're doing. And that will make you both love yourself and love people. You have too many different factions throughout the world fighting. You know, everybody forget about God. You know, even you, try to think when you walk during the day, how many times you have God on your mind. You forget. You know why? You have other problems. It's sad, but it's true. We have to just face reality. And probably it's not no individual doing it, you know, because the devil is very, very strong. This, the final frontier. A chance, and that's the full slop you know we're gonna use. Because Boozy always lands and he always spins. He's got no rest, so he's got to find friends. Spends all the blue chips in a relationship, and the females take him for a lipstick bay. See him coming from miles away, and for the hell of it, they make him blow the week's pay. He thinks he's got class, they think he's an ass. Behind his back, they got the last laps. Sometimes someone might try and say, well, I'm gonna play this phrase in a song. Would that be a horn phrase, a guitar phrase, a bass phrase, a drum phrase? And you find out when you start playing that phrase, something different come up, which I end up now where it's not you really playing the instrument, it's the instrument playing you. When you walk the street, reggae music. You go and you eat, reggae music. You go to your sleep, reggae music, you know? So it's all around you. Reggae is the heartbeat of a nation. Watch the sun, watch out, anything now shock out, get washed out. Watch out the king, the boat, and the queen, I come out, patch out there, spread red carpet. One thing we have to tell on us, watch out. Adam Mercy, watch me now. It name, murder me, wrote, I may not take back my chat. Shuffle the date, me and the queen in a day park. Look how me cute and sexy like that. I me plant the con, so no better watch that. Show me step up in a life, them won't forgive me a fight. Show me look cute and them no look too right. They call on me to over me, man a fight. And that now go on, no time in a them life. Me no cut up, I can model every time. Absolute niceness, come with pair rhyme. First class dress code and your style a lick. The quality, my feet come back quick. Murder me wrote and me no take back me chat. Truffle the date me at the queen in a the park. Look how me cute and sexy like that. And me plant the con, so no better watch that. You know, I'm looking at the people's eyes and them just cool. I'm just cool. And them say them have a big sound and me believe in them. Because the sound look big. Am Wochenende sind überall Soundclashs und Soundsystem spielen. Dann gehe ich einfach zu den DJs hin und sage, ich will jetzt singen.
für sie ist es halt ein Weißer. Und es ist ein Excitement für die. Now we're gonna bring on a brother from Germany. This brother is called Junkerman. 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 All the way from Germany. Give him an African yo, yo, yo. Yeah. Hold on, hold on, hold on. Jamaica people, white man, gentleman, I company with him now. And people come to me and say, you can't be a next snow. Me look and tell them, me not want no snow, me want sunshine. Also gestern war dieses Reggae-Quanzer, das war eine fette Veranstaltung, wo die Artists aufgetreten sind, die im Moment der Hit sind. Und dann bin ich einfach Backstage gegangen und bin zu dem Promoter gegangen und habe ihm ein Stückchen vorgesungen und habe gefragt, ob ich auf die Bühne gehen kann. Und hat er gesagt, geh jetzt auf die Bühne, sofort. All the girls, them. Ladies, me look and tell them. You are like rolling thunder, Coca-Cola back to ship, girl, where'd you come from? Move on the bumper like a girl in a drum, hold on. Jesus Christ. Sexy bodies, y'all, hand in the ear. Hand in the ear. Hand in the ear. I'm gonna look and tell them. Keep it low, keep it low. You are like rolling thunder, Coca-Cola bottle shape, girl, where you come from? Move on a bumper like girl in a Jamaica. You are act white like water and fire, we all up. War eine neue Erfahrung für mich, so auf der Bühne vor 15.000 Leuten zu singen. Und vor allen Dingen, weil in Jamaica das Publikum einfach versteht, was ich singe. Da ist das Feedback ganz anders als in Deutschland. In Deutschland singe ich und 10% von den Leuten verstehen, was ich singe, und hier sind es alle. Man, boss again, man. Watch this. Come cross, gentlemen. Bounce ya. What do you say? Rhythm shock, same time. Have mercy. Gentlemen, sound them bad all the while. Now me say, you are the one girl picking in me one in a me life. I fear on you if you tell them no. You are the one girl. Me look and tell her the sexy body go. Watch ya. Yes, we are trying by for you. Me tell you no, no. It's about a niceness and you make me fly high. When you woulda leave me, want to drop out of me eye. You and me together, let's give life a try. Your love shine on me like the sun in the sky. I'm mighty, hold it. Für die Menschen, die in Jamaika wohnen, ist Dancehall das Ein und Alles. So, die leben einfach den Dancehall von morgens bis abends. Die wachsen mit der Musik auf. When I promote, we are the mortal gay guy. If you don't like nobody, man, then you wave your hand high. Now promote, we are the mortal gay guy. If you die, man, you gonna be able to put him up. I sing, I sing. Find out the pussy that we shot him. You don't see the boy, love what you got with him. I'm gonna start DJing the dance hall from when I was about 5. The big hit really come 1993 when we do a tune here, Wicked Man. So what I admire about my songs, I really have the message inside. I'm preaching it out to the people, you know, so them can understand and know what reggae music is and consciousness and reality is all about. We do suffer, and people do feel pain. You know, so I see myself like a voice of the people crying out. Well, I do a little mixture of comedy style, dancehall stuff. Joe, them love Bojo too, but I one thing me begs when the DJ go do, him should have never come apologize to Uno. I can play anywhere, anytime, even in the church. Die DJs sind die Partys beherrschen. Auf den Partys werden mehr DJ-Sachen gespielt als Singer-Sachen. Die Singer-Sachen sind mehr für die fürs Haus, für Romantik, für Alleinsein. Die Girls kreischen am meisten, wenn die DJs auf die Bühne kommen, aber das heißt nicht, dass die DJs die Chefs sind. Yeah, yeah. They don't trust in vanity. Says it's all he desires. He says there's no God. And it's he who rules forever. Now
so much riches, and still they need, oh, and trust in vanity. Give thanks. Die Lyrics, die DJs machen, die sind immer ziemlich momentan. Und deswegen sind die so populär. Immer der Situation entsprechend. Und die Singer-Lyrics, die sind mehr global, universal. Let them say what they wanna say. What they do or say can lead I astray. No, 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 no. Jah's I guide day by day. Zeitlos ist das richtige Wort für die Singers. Die DJs müssen immer in der Zeit sein. We have some new dance. That name the ginger. This one called mashed potato. Yeah, and this one is called ginger. Arr! Es läuft halt so ab, dass ein DJ einen neuen Style in die Szene reinbringt, der total hip ist, auf den alle total abfallen. Und alle anderen DJs machen den Style nach und ändern einfach nur die Lyrics. Aber vom Style her ist es das Gleiche. Und in der Zeit, wo der Style on ist, ist der DJ, der den Style erfunden hat, der Star. Ihr Gentleman, a panny with me, I floss say you are one like you wicked, but you are one stupid, take some other dead body gun, man, no better left in. Ihr Gentleman, a panny with me, I take me a step up in a life and me have no fear fi tell him. So when the sunlight go down and the moon shine up rise, time fi all no people fi get hypnotized. No words fi left, no words fi criticize. Sweet reggae music and it watch me anytime you're ready. Moving at your city, check what your local sound and go on pretty. Shine and rise, time for all no people fi get hypnotized. No words fi left, no words fi criticize. Sweet reggae, I sing, oh you know what? Say we are living in a world full of temptation. It seems crazy if you set up your future plan. You know gentlemen, a data conscious youth, man, me I feel. Tell all the people, me say what a bam bam. Them a bass spliff in a them left and them rest up in a right. Rude boy, oh no, have no reason fi fight. Select us, selecting the vibes is right. Be a nice, listen a the dance all tonight. So when the sunlight go down and the moon shine and rise, time for all no people fi get hypnotized. No words fi left, no words fi criticize. Sweet reggae music got it, people. Kurz nach 8 und damit willkommen zum Blackboard Jungle hier auf Fritz. Vinylplatten wird's geben. Es gibt nicht nur Vinyl, sondern wir haben auch einige Duds mitgebracht aus London. Geschichten, die es noch nicht bis jetzt auf Platte gibt. Also ganz upfront heute der Blackboard Jungle. Reggae besticht durch seine Einfachheit. Das ist einfach die frischeste Musik, die ich im Moment kenne. Ich war nie in meinem Leben in Jamaika. Ich höre mein ganzes Leben lang Reggae. Hier in Deutschland gibt es weder Jamaikaner, wir haben hier in Berlin 50 Jamaikaner. Wir haben hier auch kaum eine schwarze Gesellschaft. Ich würde sagen, es ist eine sehr spirituelle Musik, die auf jeden Fall das Leben mit Religion verbindet. Identify yourself. Identify yourself. Identify. Also bei uns geht es eigentlich in erster Linie darum, dass die Musik Reggae eine gewisse Härte und eine Tiefe hat. Reggae, der irgendwie krass klingt, also sehr puristisch und möglichst minimalistisch auf die Bestandteile, die die Musik hat, reduziert. Wir wollen eine Musik machen, die
einem modernen großstädtischen Lebensgefühl eben angepasst ist. Wir wollten zeigen, wie wir einen Iris-Tune hier im Studio produzieren. Ich habe den Tune zu Hause vorbereitet, digital. Das heißt, wir nehmen die Sachen nicht vorher auf Band auf, sondern die kommen hier direkt aus den Kisten, die ich aufgebaut habe. Und dieses Ganze, was wir hier eingestellt haben, das benutzen wir jetzt im Grunde genommen wie ein Instrument, um jetzt eigentlich erst aus dem, was Thorsten vorbereitet hat, ein richtiges Stück zu machen. Effekt bisschen raus. Die Melodie kann nämlich gleich ganz raus und dann machst du das mit deinem Rinde. Und die Melodie kann raus. Dazu, weil man möchte, dass der Bass unheimlich schiebt, den Bass extrem tief zu legen im Frequenzspektrum. Und das führt dann dazu, dass man ihn auf vielen Anlagen gar nicht mehr hören kann. Da kommt er nur so blub blub raus. Und ja, der Bass ist halt gemacht für ein Soundsystem. Der ist dafür gedacht, dass man große Bassrutschen hat, dass man davor steht und wirklich Schalldruck spürt. Es muss irgendwie brummen und darf auch ruhig knistern und zirpen. Und das ist auf jeden Fall eine Gefahr, die heute auch in der digitalen Technik liegt, dass das natürlich verloren geht. Alle sind auf der Suche nach alten Geräten, weil die Leute das Authentische in der Musik suchen. Das muss ja irgendwo die Wärme herkommen.